So und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines, unserer Season 6, zu Folge Nummer 23, wenn ich nicht falsch liege. Wir haben in den letzten Folgen ziemlich viel getan für unseren, für unseren Katastrophenschutz. Haben in der letzten Folge versucht, unser Verkehrsproblem etwas, zu beruhigen. Haben hier unter anderem so einen Antennenmast gebaut. Zu wenig Strom. Oh. Okay. Hier runter wird scheinbar nichts angezeigt. Okay. Worunter gibt es denn das hier? Fluchtwege. Ah ja. Müssen wir allgemein mal gucken. Okay, das waren die, die wir gemacht hatten. Genau, wir hatten zu fast jedem einen. Hier fehlt noch einer. Zack, zack. Da machen wir dann dasselbe mal. Mit dem Bahnhof, dass wir hier irgendwie versuchen, nochmal Anschluss zu bekommen. So, genau, die anderen hatten jeweils einen Fluchtweg, genau. Wie sieht das hier aus? Straßenabdeckung. Okay. Zustand, oh, miserabel. Miserabel. Naja. So, Fluchtwege hatten wir, was war das hier? Funkabdeckung. Ja. Ach, das ist dann... Ah, Radio und sowas. Ist natürlich auch nicht schlecht. Zerstörung. Ja, was ist das hier? Katastrophenerkennung. Ja, ist hoch. Irgendwie ziemlich hoch. Aber okay. So, genau, den Rest brauchen wir uns nicht weiter anschauen. Da hatten wir halt viel getan. Ich hatte auch die... Möglichkeit von Naturkatastrophen hochgestellt, aber irgendwie kommt da halt noch nichts wirklich rum. 164 Leute fahren da mit. Hui. Boah. Können wir den Punkt nicht hier auch löschen? Ups. Das war genau der falsche Punkt. Oder es war nicht den Punkt, den ich löschen wollte. So, okay. Haben dann halt hier ein bisschen was gemacht gehabt. Wir haben dann auch dafür gesorgt, dass wir hier irgendwie doch möglicherweise weniger Verkehr haben. Aber irgendwie will das nicht. Betonung, es will einfach nicht weniger werden. Genau, da hatten wir hier für diese Abfahrt ja gebaut. Aber okay, passiert halt nichts. Ist halt doof gelaufen. Was wir jetzt machen, ist in dieser Folge unsere ganzen Müllgebäude und sowas werden wir jetzt hier an Plätze verlagern, die derzeit noch nicht so hoch im Rennen standen, jetzt aber leider gemacht werden müssen. Also diese Verlagerung gemacht werden müssen, da wir keinen Platz mehr in dem Gebiet haben, wo ich das eigentlich haben wollte, hatte. Und ja, dann muss es halt jetzt gemacht werden. Ist halt blöd. Nee. Wo setzen wir das denn jetzt am besten hin? Doch hier oben hin, dann können wir hier die Straßenbahn zwischendurch fahren lassen. Wie viel Müll können wir denn überhaupt verbrennen derzeit? Die brauchen wir eventuell sogar gar nicht mehr, oder? .000. So, dann... Wo ist denn hier der Anschluss gewesen? Da. Genau, jetzt nochmal gucken. Wie viel haben wir? 544.000. Das sollte reichen mit unseren Anlagen hier.
Genau, das mit den Straßenbahnen sollte dann hier auch kein Problem sein. Und... Ups. Was ist das denn hier für einer? Ach, das ist der coole Zug. Genau, dann haben wir hier wenigstens schon mal diese Sachen präpariert. So. Was wollte ich noch machen? Wir können ja in dieser Folge nochmal so ein bisschen Deko-Zeug mit Parks und sowas machen. Also ist jetzt nicht wirklich Ausbau in dem Sinne, wie wir das schon mal hatten. Sondern in dieser Folge ist einfach wieder so gucken, bauen, gucken, bauen. Das war halt hier doch so ein bisschen das Schönmachen für die Stadt, bevor die ja irgendwelche Probleme haben und meckern. Das wollen wir ja alles nicht. So, genau an der Schule jetzt hier unseren kleinen grünen Garten. So. Oh. Ja, hier ist auch nochmal so ein Funkmast, der bringt aber, glaube ich, nichts, ne? Wäre zu schön. So, einzelne Bäume. Was haben wir denn hier, was wir mal platzieren können? Ein bisschen groß. Zack. Wartet mal. Wir machen das hier mal. Das ist ein bisschen hoch. Nee, geht nicht. Wieso geht denn das? Ich frage jetzt, glaube ich, gar nicht nach, wieso das nicht geht. Ich wundere mich einfach nur. Blöd. So. Wir nehmen dann... Nö. Und dann das. Gab es hier nicht noch Steine? Oh. Oh. Wieso? Hä? Hatten wir nicht auch irgendwo mal kleine Steine gehabt? Denen wir ein bisschen was gemacht haben. Ah nee, jetzt bringe ich das gerade mit Trainviewer schätzungsweise durcheinander. Aber da kann ich mich erinnern, dass wir da so ein bisschen was gemacht hatten. Mit den ganzen Sachen, aber ist ja auch ein anderes Thema. So, dann hätte ich hier gerne eigentlich nur mal. Hätte ich nur ein Gebiet gerne gemacht. Wieso ist denn der so riesig? Ist der noch von den Bäumen so? Nee. Jetzt ist er auch wieder weg, der Bug. Komisch. Genau, dann machen wir hier gerade mal diese kleinen Sachen. Das ist, zählt jetzt gerade mal nicht für mich als Deko-Zeug, wirklich. Sondern nur als optische Optimierung, nee, technische Optimierung. Und dann haben wir irgendwo einen 45-Grad-Winkel. Obwohl, wir können hier nochmal einen Parkplatz bauen. Ist ja auch immer ganz schön, ne? Wartet. Nur den einen dazwischen. Jetzt kann man hier sagen. Okay. Okay, nee, das geht doch nicht so einfach scheinbar. Dann machen wir hier halt einen Fußgängerweg zwischen. So. Zack. Achso, hier ist noch Tree and Prop Energy Online. Ne? So, wir räumen hier kurz auf. Dann hätte ich gerne. Waren denn die. Da waren die ganzen Sondergebäude drinnen, ne? Was ist das denn?
So, das war das. Wie wäre es denn hier mit so einem Expo-Center oder dem Wissenschaftszentrum? Mal so als Abwechslung zu dem Standard. Wartet mal, wir platzieren diesmal dahin. Und dann können wir hier an der Seite noch die Straße langziehen, dann haben wir das hier. So. Ups. Ground. Dann bauen. Dann das. Dann können die da weg. Das heißt, wir haben auch das erste Mal... Nee, ist das unser erstes Gebäude? Nee, ich glaube, das zweite dürfte es jetzt gewesen sein, was wir gebaut haben, zum Beispiel für die Stadt, dass sie sich dann doch hier so ein bisschen wohler fühlen können, tun, hoffentlich. Wir werden es halt sehen, was genau dann am Ende da rauskommt. So. Auch wie viel Verkehr dann hier rausgeht, das werden wir dann alles mit der Zeit sehen. Genau hier, perfekt, zieht das ganze Ding jetzt hoch. Oh. Jetzt haben wir hier hinten ein Müllproblem. Die wollen mich doch ärgern, ey. Auf der einen Seite erst das Problem, dann zieht man es halt weg und dann hat man auf der anderen Seite das Problem und dann denkt man sich so, nee, danke. Und auf einmal ist das Problem wieder da und du denkst dir, wofür? Ich habe doch gar nichts getan. Naja, das ist aber immer so die Sache. Was ist das denn? Achso, das ist ein Farmpark. Schauen uns den einfach mal an. Ja, hier fehlt irgendwie das Gebäude obendrauf. Dual Parking. Was ist das denn? Ja, hier fehlen auch so ein paar Sachen scheinbar. Ich schätze, das könnte ganz cool aussehen, wenn die nicht hier irgendwie alle so ein fehlendes Etwas haben könnten. Oh, Industriepark. Hey. Wartet. Obwohl, vielleicht wird es doch so ein bisschen Deko. So. Ja. Könnte passen. Genau, hier haben wir dann auch Kohle und sowas noch dran. Alter, 16 mal 3. Heidewitz. Wir haben doch ganz schön viele Parks, fällt mir gerade mal auf. Da frage ich mich auch immer, wie können da bitte Autos noch hinterparken, hinter solchen Sachen, ne? Hier zwar dasselbe, aber es ist ein anderes Thema. So. Ich mache hier auch nochmal eine Sache provisorisch, also nicht wundern, das bleibt hier nicht auf Dauer. So, dann haben wir hier auch den Anschluss für den Bahnhof hier hinten nochmal angesetzt. Ich hoffe, dass dann hier auch so ein paar Züge rausfahren oder rauskommen. Dass dann hier doch mal ein bisschen mehr Action ist. So. Zack. Ja, das ist halt auch wieder so die Sache. Genau, hier hatten wir ja etwas... Strom, Müll und Müll. Wir müssen Müll ausbauen. Wir sollten aber auch gleich nochmal so ein bisschen... Oder ich sollte gleich nochmal so ein bisschen bei, oder auf eure Kommentare eingehen, die nämlich... Oder die, die geäußert wurden. Nach dem Motto, Daniel kann ja mal versuchen, ein wenig ja, Deko auch auf die Autobahn zu bringen. Das können wir machen. Also das ist... Sollte nicht das Problem sein. Etwas Deko auf die Autobahn zu bringen. Darunter halt auch zum Beispiel eine Baustelle. Die können wir ganz easy machen. Das war ja immer irgendwie der Vorschlag, wenn ich mich, glaube ich, entsinne, dass wir da irgendwie eh was machen im Bereich Baustellen auf Autobahn. So, dann können wir hier hinten noch, wenn wir Glück haben, einen Bahnhof bauen. Wenn ich den richtigen haben will, finde.
glaube, finde, wird das Problem. Hier einen normalen Bahnhof rein haben. Oder will ich hier irgendeinen Sonderbahnhof rein haben? Wartet mal. Wo ist der denn? Habe ich den nicht drin, den ich eigentlich gerade gesucht habe? Okay. Dann machen wir das jetzt hier halt einfach. Dann nehmen wir jetzt hier einen 16er Kasten. Nehmen dann hier den Bahnhof. Bauen den da dran. Erweitern dann den 16er Kasten nochmal um 2. Können dann halt von hier aus auf die Wege. Zack. Genau, hier ist ja eh schon richtig ausgewählt. Und dann machen wir jetzt das einfach. Dann können wir nämlich auch von dem anderen Bahnhof, den wir ja gebaut hatten. Oh, da ist der Winkel aber ziemlich blöd. Da oben gefällt er mir besser, diesen Eingangswinkel, den wir genommen haben. Weil hier sind wir irgendwie in einer blöden Situation. Scheinbar. Jetzt ziehen wir den hier nochmal und gucken. Ja, also jetzt passt das hier auch zu dem anderen, was ich hier habe. Zack. Ja, hier ist es dann auch so, dass wir jetzt hier starten können. Jetzt können wir hier sagen, ich hätte gerne hier ein Trafohäuschen oder sowas. Oder irgendwas Kleines. Was man hier hinsetzen kann. Oder auch machen macht, ist zum Beispiel das hier. Dann haben wir, oh, wir haben mehr als genug Strom. Der sollte für hier hinten ausreichen von der Stromversorgung. Wasser fehlt noch. Guckt euch mal an, wie weit wir hier teilweise die Rohre in der Anfangsphase schon ausgelegt hatten, ne? Ich wundere es gerade immer wieder, wenn man hier mal lang stöbert. Und dann sieht so, läuft. So. Zack. Zack. Dann haben wir das auch fertig. So. Die Frage ist natürlich jetzt, was kann man hier hinten noch reinbauen? Ich hätte gerne als erstes hier nochmal irgendwo einen Abzweig. Für zum Beispiel die Müllabfuhr. Ich will ja hinten gerne nochmal eine Müllabfuhr einbauen zusätzlich. Wieso ist denn das jetzt hier hinten verbuggt? Achso, ja. Genau, ich hätte hier hinten gerne nochmal eine Müllabfuhr drin. Damit wir diese ganzen Müllprobleme, die wir hier vorne in den Gebieten haben, so schnell vermeiden können wie nur möglich. Hört sich jetzt nicht machbar an, ist es aber. Achso, außerhalb der Stadtgrenze. sind wir doch schon... Oh. Dann müssen wir doch ein bisschen weiter weg. Müssen wir doch hier schon sagen. Guten Tag.
Ist okay. Es geht jetzt aber hier wieder so schräg, ne? Zack. Und dann sagen wir hier, guten Tag. Weg. Weg. Jetzt habe ich beide. Zack. Jetzt können wir hier wieder ankommen und sagen, cool, ich hätte hier gerne. Und es passt sogar. Und auch mit den Bäumen sieht das okay aus. Ja, das heißt also, von hier aus können wir dann viel erwarten. Auch im Hinblick auf die Müllversorgung. Hierhin sollte es dann keine Engpässe geben mit der Müllabfuhr oder sonstigen Geräten. Geräten. Ja, Anlagen natürlich. Genau. Wasser hatten wir eh. Müll hatten wir. Das wäre jetzt die Frage. Hier hatten wir auch irgendwo eine Feuerwehr. Genau da hinten. Hier hatten wir auch welche. Nee, Feuerwehr will ich jetzt gerade nur mal. Das passt. Polizei. Wie sieht's aus? Da oben eine, da eine. Gut. Genau, dann kann man hier wieder ins Bildungswesen bzw. auf die öffentlichen Verkehrsmittel wieder achten. Da sollten wir dann auch nochmal zusehen, dass wir hier doch sagen, ja, wir hätten hier gerne eine Haltestelle. Vielleicht, nee, wir müssen die da vorne hinsetzen. Ich hätte sonst gesagt, vielleicht können wir die ja mittig platzieren. Aber so einfach ist es ja dann doch nicht. So. Genau, dann können wir hier ja einfach das Schulenviertel abfahren, so ein bisschen mit. Da haben wir nicht nur eine Schule, sondern glaube drei Schulen auf einen Haufen gebaut. Dann haben wir hier wenigstens etwas Verkehr. So. Genau, das sollte funktionieren. Hier hinten wundert es mich gerade, dass diese ganze Versorgungslinie nicht funktioniert, obwohl im Normalfall, sobald... Der sieht auch nicht schlecht aus. Und der ist sogar richtig funktional. Cool. Sobald die Produktion ja eigentlich laufen sollte, oder die Abfuhr funktionieren sollte, sollte es ja auch normalerweise möglich sein, dass die Industrie sich ja selber versorgt, weil... Die Industrie ist ja nicht blöd, die besitzt ja dann doch den einen oder anderen. So, wir reißen hier mal kurz ab. Besitzt ja doch die ein oder andere Stromquelle, ne? Um es mal so zu sagen. Damit sollte es eigentlich kein Problem sein. So. Und jetzt hier der Kreis drum. Genau, dann haben wir hier auf jeden Fall eine Parkfläche noch zusätzlich für die Bahnhofsbesucher. Da wäre dann sogar die Frage nicht, ob wir das vielleicht noch einen Ton größer bauen. Ob wir hier nochmal sagen, ach hier kommt, da kann noch einer hin. Hier ist zum Beispiel gar nichts auf der Parkfläche. Was ist denn das? Hier fehlen auch die ganzen Bezeichnungen auf dem Mond. Ich hätte gerne halt den hier. Der sieht auch nicht schlecht aus. Der hat auch so ein bisschen was Kurviges. Aber es sieht halt irgendwie ein bisschen leer aus. Wenn ich das so formulieren darf. Das ist halt blöd. Hä? Okay. Von da nach da, okay, das geht. Wenn ich jetzt von hier aus da drauf will. Hä? Liebes Spiel, jetzt sei doch nicht so verrückt und mach endlich das, was du sollst. Und zwar hätte ich gerne hier diese Verbindung da drauf. Wieso den nicht von Anfang an so? So, ne? Das heißt, ich muss mal gucken, woran das halt liegt, dass da diese Gitter nicht angezeigt werden. Dann könnten wir nämlich das Ganze auch ein bisschen vereinfachen. Dann haben wir hier halt die Parkflächen. Dann können wir hier hinten sagen, cool,
machen wir halt ein Gebiet daraus, wo halt Bürogebäude mit unter anderem stehen sollen. Dann könnte man vielleicht hier auch noch das Ganze so ein bisschen verschmälern. Ups. 180 und dann hier drauf. Ja. So. Genau, das heißt also, bis hier vorne können wir dann noch das hochziehen. Und dann machen wir hier halt so einen kleinen Übergangswald hin, weil das muss ja nicht unbedingt jeder sehen, dass hier sowas drin steht. Jetzt haben wir auch die Stromversorgung passenderweise abgedeckt. Das ist doch super. Wir haben fast 48.000 Einwohner mittlerweile in der Stadt. Yay. Und wir haben über 2 Millionen wieder auf dem Konto. Also wir brauchen keinen Money-Mod oder sonst die Ultimate Money. Es funktioniert auch super so. So, hier hat er irgendwie einen Anzeigefehler. Okay, funktioniert aber von der Ansicht. Genau, hier, oh super, der Park gleich richtig genutzt. Hier sehen wir es auch, die Haltestelle wird auch super genutzt. So, die Frage ist, was setzen wir hier zwischen? Da haben wir leider ein bisschen zu viel. Ja. Wie funktioniert, oder wie sieht das jetzt eigentlich bei dem Haus hier aus? Okay, das läuft, kostet auch ein bisschen was. Ich habe schon wieder in den falschen Reiter getippt. Ich wollte hier doch nochmal durchschauen, was wir noch so haben. Ein Eckhaus. Irgendwelche Plazas und hast du nicht gesehen. Die brauchen wir nicht zwingend. Was wir vielleicht noch machen könnten, wäre dann zum Beispiel sowas hier. Oder? Wie sieht denn das aus, wenn ich den jetzt hier zum Beispiel noch reinfahren lassen will? Okay, das sieht schlecht aus. Weil es halt wieder so ein bisschen... Ich fahre hier ein bisschen nach links, ich fahre hier ein bisschen nach rechts und am Ende denkst du dir so, bitte was? Wir rüsten mal. Ach, das ist ja nur Straßenbahn dann, ne? So, ne, das war super Fail von mir. Kann jetzt bitte der erste Bus hier kommen? Ich will das nicht mehr haben. Genau, hier sind alles irgendwie tote Bäumchen, die will ich nicht. Ich hätte gerne doch hier so ein bisschen was Grünes. Was Grünes. Was halt hier doch so ein bisschen das Ganze verfeinert. Hier können wir einen Übergang. Genau, können wir einen Übergang reinmachen. Dann haben wir hier die Möglichkeiten für Gehwege nochmal. So. Zack. Dann sollte es auch möglich sein, für die Einwohner hier halt einfach rüberzulaufen. Ob es genau funktioniert, werden wir dann sehen. Sobald die ersten Einwohner meinen, hey cool, wir laufen da mal rüber. Und was wir eigentlich machen können, damit wir hier so ein bisschen Farbe reinkriegen, ist hier zu sagen, ich hätte hier gerne mal diesen roten Busch zwischen. Dann sieht das nämlich alles auch nicht so düster schwarz aus. Was es ja bis jetzt eigentlich meiste Zeit war. Achso, Tree and Prop Any Keys Off. Ja, da müssen wir nochmal einsetzen. Falsche Reiter. So, kommt. So. Machen wir halt hier auch noch einen. Da auch. Haben wir nicht hier noch irgendwie so ein paar kleine...
Da steht auch jemand auf dem Weg und denkt sich so, geil, mach ich mal ein Foto. So sieht das auf jeden Fall gerade aus für mich. So. Ja, ich glaube, das wird heute so eine richtige Deko-Folge. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt gesagt habe, dass es keine Deko-Folge wird. Und jetzt sage ich dann doch am Ende, es wird eine Deko-Folge. So, nein. Also es tut mir ja leid, aber irgendwie kann man sich ja dann doch nicht festlegen, was man genau macht in einer Folge. Und dann entwickelt sich das halt vom einen ins andere und dann ist es halt zu spät. So. Wie ist denn der da? Den hätte ich gerne hier einmal drinnen noch. So, diesen Mammutbaum. So, genau, jetzt haben wir halt hier so ein bisschen die Parklandschaft. Ja, der Parkplatz ist halt noch nicht so ganz da, aber das kriegen wir hin. Genau, Industrienachfrage haben wir. Wir haben auch die anderen Nachfragen. Wieso läuft hier eigentlich keiner rüber? Wahrscheinlich mal wieder die spannendste Frage, die ich hier habe. Wieso läuft hier keiner rüber? Jetzt können wir doch den hier auf die Ecken kürzen. Zack. Nee, da. Dann nehmen wir hier irgendwie irgendwas total super High-Class-mäßiges. Pflanzen das hier rein. Nehmen dann hier halt auch nochmal so einen Dschungel-Monster-Baum. So, es sind halt jetzt eigentlich zwei Bäume, aber sieht halt nicht so schlecht aus, finde ich. Wenn da zwei ineinander stehen. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Wieso haben wir hier so einen einzelnen? Lol. Okay, auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, war es das auch wieder für diese Folge. Vielleicht wieder ein bisschen länger als 30 Minuten und so. Na, ihr wisst. Genau, hier hinten könnten wir dann eigentlich... Das ist jetzt die Überlegung. Lasse ich von hier eine Extralinie fahren? Also, lasse ich von hier oben eine Extralinie da hinten erstmal hinfahren? Oder denke ich mir so, geil, wir nehmen unsere interne. Wir nehmen, glaube ich, aber erstmal eine Extralinie. Wir müssen ja nicht gleich unsere interne mit der kreuzen. Nee, das ist nicht unsere Linie. Das wird wahrscheinlich unser Linienzug sein. Jawohl, Igitt. Linie modifizieren. Der... Fahrzeugtyp wählen. Was nehmen wir denn hier? Push. Hinzufügen. Hinzufügen. Und entfernen. Das ist er. Haha. Auch mit Triebwagen am Ende? Ja. Das heißt also, hier haben wir dann jetzt auch schon mal eine dauerhafte und ja, günstige Alternative zum Auto. Ich glaube, darüber freuen sich dann auch die meisten von den Einwohnern. Das ist dann doch hier günstig für die, irgendwo hingeht. Der fährt natürlich jetzt auf das andere Gleis. Ach nee, da will gar keiner drauf. Okay, wir schieben den doch wieder vom Gleis zurück. Zack. So, fährt jetzt hier bitte irgendein Zug? Aber wir haben ein Problem. Okay, das heißt, die dürfen sich jetzt hier so lange totstehen, bis einer despawnt. Von daher ist es auch nicht schlecht. Wir haben 2,3 Millionen, jede Menge Nachfrage an Industrie. Das heißt also, wir können hier ruhig nochmal ein paar Büros aufbauen, hinbauen und abziehen. Kann man das so sagen? Ich glaube. Wir machen das jetzt so. Und hier oben den Bereich auch noch. Dann haben sie oben noch ein paar Arbeitsplätze zusätzlich.
diese nutzen können. Von daher, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, eine wunderbare Zeit. Haut rein. Bis dann und ciao.